Schimmelpilze auf einer Brotscheibe, die vergammelt ist, kann man natürlich nicht essen. Die sind giftig. Oder auf den Erdbeeren oder auf dem Quark. So sehen die auf Erdbeeren aus. Sowas muss man leider wegwerfen. Wenn man sich die Schimmelpilze genauer anguckt, sieht man, die sind richtig bunt. Gelb, grün, blau, ganz unterschiedlich. Und wenn man sich die noch genauer anschaut, dann sieht man, da sind so Punkte drin in den Schimmelpilzen. Da, die schwarzen Dinger. Und wenn man sich die Punkte ganz genau anguckt, sieht man, es sind wirklich Pilze. Unten ein Stängel und oben ein Köpfchen. Und wenn man noch genauer schaut, sieht man sogar die Pilzsamen, die kleinen Kügelchen, die dranhängen. Jetzt geht's los. Das ist die deutsche Milch. Quatsch, es ist nicht die deutsche Milch, denn wir sind in Frankreich. Es ist die französische Milch. Zu dieser französischen Milch wird etwas dazu gespritzt und durchgerührt. Das ist Käselab. Was macht das? Das Käselab lässt die Milch gerinnen. Wir machen das mal in einem Glasbottich. Die Milch wird sauer und es trennt sich nach einer Weile Quark unten und Molke oben. Da ist es. Die Milch ist sauer geworden. Genau das Gleiche passiert in diesen großen Bottichen. Wenn das passiert ist, wird der Quark mit so einem großen Kamm durchgekämmt. Man kann auch sagen, durchgeschnitten. Danach kommt oben ein Sieb drauf und über dem Sieb so eine Art Staubsauger. Vielleicht kann man auch sagen Molkesauger, der saugt alle Molke ab. Wenn man jetzt hinschaut, sieht man schon, dass da kleine Käsewürfelchen drin sind. Da kommt ein Rost rein. Auf den Rost ein Zwischenstück und auf dieses Zwischenstück runde Formen. Und das Ganze läuft jetzt in so eine Maschine. Die dreht sich um und jetzt fallen aus den stählernen Bottichen durch die Zwischenstücke die Käsestückchen in die runden Formen. Zwischenstück ab und da sind sie drin. Die runden Käseformen mit den Käse drin werden gestapelt und hier fließt noch die letzte Molke ab, da unten die Tröpfchen. Und dann werden die Formen umgestülpt. Und dann wird aus den Formen der Käse herausgeklopft, geschüttelt. Jetzt sind runde Formen draus geworden. Und da sind Pilzsamen, die essbar natürlich. Und die werden auf die frischen Käse draufgespritzt, von oben und von unten, damit sie überall möglichst gleichmäßig hinkommen. Danach laufen die mit Pilzsamen eingesprühten Käse über eine Salzdusche, werden gesalzen. Und danach werden sie gestapelt, gelagert. Man kann auch sagen, der Käse muss reifen. Und was passiert jetzt? So sehen die frischen Käse aus, wenn sie mit den Pilzsamen eingesprüht sind. Nach 3 Tagen haben sich die ersten Schimmelhärchen gebildet. Ganz fein. Da sieht man's. Sieht so richtig wollig aus. Und da. Dann werden die Käse umgedreht, weil der Schimmelpilz am besten nach oben wächst. Und deswegen muss der jetzt von unten nach oben. Von dem Umwenden kriegen die Käse übrigens auch ihre Streifen, die man manchmal so drin sieht. Die kommen von den Gittern, auf denen die liegen. Und nach 14 Tagen sind aus den Pilzsamen richtige Schimmelpilze geworden. Natürlich essbare, ist ja klar. Der Käse ist reif, kann man auch sagen. Oder die Schimmelpilze sind gewachsen.
Das Ganze ist der berühmte französische Camembert. Ob er reif ist, kann man mit dem Daumen prüfen. Wenn man leicht reinkommt, ist er gut.